Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Vizebeast Infinity Evolved. Mit dabei auf dem Server der Streetigger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. So. Wir haben ja jetzt in der letzten Folge hier so ein paar, ein bisschen was an Erzen gefarmt. Und ich würde sagen, die verarbeiten wir jetzt auch mal. So. Fällt dir eine gute Idee ein, wie man das verarbeitet? Grindstone zum Beispiel. Ja, das hatte ich eigentlich auch gesagt. So, der Grindstone. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Woodgear, Stone, dreimal Quarz und zwei Kobbel. Das sollten wir haben. So, drei Quarz, zwei Kobbel. Moment. Ich brauche noch mal hier was. Mal Und so. ich bin gerade mal am gucken wegen der Schmelze, weil ich glaube, ich habe die falsch aufgebaut. Ja, schau's mal. Ansonsten haben Ja. wir vielleicht schon ein zweites Layer, wenn wir Glück haben. So. Na, ich will dich an die Truhe, ich will hier ran. Und der Grindstone ist fertig. Packen wir mal. Ja, du musst die Fackel 1 für. So. Jetzt gerade hier den Waypoint aus. Der leuchtet mir gerade voll in die Fresse. Ja, komm. Fingers Construct Armor Tools and Weapons. Fingers Construct Military. So, dann brauchen wir noch, um die zu betreiben, einen Wooden Crank. Den packen wir hier oben drauf. Und dann verarbeiten wir einfach schon mal so ein bisschen Eisen. Das, ach so, können wir bis zu 3 schon reintun. Gut. Dann wird es hier einfach gedreht und das Erz wird gemahlen. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich vergessen habe, meine Musik zu starten. Auch nicht schlecht. Hätte auch 5 mal 5 wird gehen. Aber anscheinend brauche ich für die Eckblöcke noch was. Also, wie willst du es jetzt eigentlich schon mal so machen im Bereich Technik oder wirst du jetzt erst mit Magie anfangen? Du, ich habe noch gar keinen Plan, ganz ehrlich. Weil ich glaube, ich werde es jetzt erstmal so machen, bis hier, bis wir Rotary Craft noch nicht drauf haben, werde ich erstmal was mit Ender.io arbeiten. Ja, gerne. Gut. Natürlich sein, dass ich die den Controller noch mal abbauen muss. Weiß ich nicht. Ich bin gerade überlegen, ob man hier diesen Wooden Crank, ob man das automatisieren könnte mit einem Autoklicker, also hier dem autonomen Activator. Das kann ich ja nicht sagen. Verführerisch wäre was. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, anscheinend doch nicht. Schade. So, dann machen wir eben eine 4x4. Ja, das passt ja auch. Ja. Ich glaube, da werde ich auch gleich schon mal mich hinsetzen und ein paar Schablonen schon mal anfertigen. Also Spitzhacke und so weiter, Schaufel. Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Ja, warte mal, da könnte ich eigentlich schon mal hier Eisen und so rausnehmen und dann mache ich schon mal Gold. Gut, gut. Ich hätte es zwar schöner gefunden, wenn die 5 gewesen wäre. Eins. Ja gut, aber wenn es eben dann geht, ne? Dann geht es eben nicht. Ach, das wird sogar alles sein zu das von Industrial Craft. Okay. Wie feierst du jetzt eigentlich Silvester? Mit meiner Frau, die feiert Geburtstag. Eins. Ach, der soll echt noch am Silvester Geburtstag? Ja, genauso wie meine Mutter. Ja, super. Ja, wir haben uns jetzt so verabredet bei einer Freundin von uns, bei der das Problem Ja. ist, die muss zu Hause bleiben an Silvester, die soll auf die Hunde aufpassen. Die leiden nur noch Ja, mit ihr. okay. Ja, gut, für die Zuschauer ist er schon. Ja, kann man schon frohes neues Jahr sagen. Ja, genau. Haben wir ja. Ja, hätten wir eigentlich schon in der ersten Folge machen können, Stimmt eigentlich, ja, und hier ne? ist raus. Schade. Hätten wir noch mal drauf kommen können. Ja, hätte man. Aber irgendwie will der nicht. Vielleicht weil die Not da vor ist. Du hast auch an alles gedacht, auch an den Tank und so weiter. Ach, Tank. Ah. Scheiße.
Scheibe Kleister. Oh, typischer Anfängerfehler, einen Tank vergessen. Super. Einmal mit Profis arbeiten. Boah, Mann, ey. Einmal mit Profis. Ja, gell? Einmal mit Profis. Ich glaube, da denkst du Tobi jedes Mal. Ich kann auch gar nicht. Kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Verdammt nochmal. Wo habe ich denn jetzt Cobblestone? Ich brauche noch einen Ofen. Wie, ich habe keinen Cobblestone da. Willst du mich jetzt verkackeiern? Tatsache, ich habe keinen Cobblestone. Also das ist auch schon irgendwie so ein Armutszeugnis, ne? Ja, gell? So, 2, 4, 5, 6. Der ist schon hier. Ja, Wahnsinn. 10 und 8. Gott. Oh. Das krieg ich dir auch nochmal beigebracht, ne? Du musst mich immer Gott nennen, ich heiße Dominik. Nö, brauchst du nicht. Einen raus und nochmal geschmolzen. Okay. Einfach mal den Tank vergessen. Was gab's denn naja. Was? Was gab's denn so bei dir an Heiligabend Fettes zu essen? An Heiligabend direkt gab's Kartoffelsalat und Nudelsalat mit Würstchen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab's Hute. Gefüllt mit Hackfleisch. Ja, Klößen und Rotkohl dazu und noch so Rosenkohl, wer das mochte, ich nicht. Und ja. Aber hier, ich muss mich jetzt leider ganz kurz verabschieden. Ja, das weil ich hab's dir ja vorhin schon gesagt, ja, es gibt gleich Essen, ne? Und ja, die Frau ist eben hochgekommen und hat gesagt, hier, es gibt Essen. Ja, muss ich natürlich sputen, ne? Sonst gibt's Ärger. Hast du den Tag schon fertig gebaut oder? Nein, habe ich noch nicht. Ja, das Glas schmilzt noch. Mach ich ja vielleicht fertig. Gut, ich leg dir mal schon noch die Seared Bricks da rein. Alles klar. Okay, gut, dann bis gleich. Bis gleich, guten Hunger. Danke. Jo, dann sind wir jetzt halt alleine. Ja komm, dann gehen wir jetzt einmal rüber. Und was ich mir überlegt hatte, das sollte der jetzt eigentlich gerade nicht mitbekommen. Ich wollte mir jetzt eigentlich schon mal so ein kleines Fresspaket fertig machen. Und zwar habe ich gesehen, man kann hier aus dem Saft, aus den Beeren, kann man einen Saft machen. Hier Raspberry Juice. Und davon haben wir ja schon einige auf Vorrat. So, für den Juicer brauchen wir erstmal eine Pressure Plate und Stone, so. Raspberry Juice. Und noch mehr. So, und weiteres Essen kommt dann noch. Ich wollte jetzt erst einmal dann auf Workshop gehen und schon mal sowas vorbereiten. Ja, wie schon gerade eben mitbekommen, der liebe Svet hat dann halt vergessen, dass man auch einen Tank braucht. So, Seared Bricks. Glas. So. Der Tank ist fertig und dann stellen wir mal die Schmiede fertig. Boah, ich liebe diesen Song einfach, der ist so gechillt. Boah, da ist ein Controller. Ja, gut. Ach, hier ist der Controller. Jawohl, siehst du? Doch schon einmal im Werk läuft das hier. So, dann wollte ich mir noch schnell einen Eimer machen und da gönne ich mir einfach mal gerade das Glas vom lieben Street. Ja, das muss man noch zu Ende malen. Und dann wollte ich mir noch einen Portable Tank machen. Ja, warte, das kann ich eigentlich schon mal hier reinschmeißen. Würde jetzt nicht komplett aufgehen, ich habe jetzt einfach mal spontan rausgehauen. Warte mal, hatte ich nicht. Ja, ich hatte. Egal, haben wir das jetzt auch schon mal fertig. Was soll denn eigentlich nochmal eben gesagt haben? Ach, ich hab schon wieder vergessen. Alzheimer-Gedächtnis. So, einen Portable Tank. Mach ich diesen Melting auch mal?
Das Teil. Gut, dann bewege ich mich schon mal runter. Zurück in die Höhle des Löwen oder so ähnlich. Und dann geilen wir uns mal ein bisschen Lava. Lava, Lava, Lava. Ja, ich höre schon auf. Ist ja okay. Mann, immer diese Typen hier. So, hier unten hat's geblubbert, das weiß ich. Da war sie schon. Mach mal so, so. Eins. Zwei. Drei. So ein und dann nehmen wir den Tank wieder nach oben und da ich mich schon hier wieder tot drin sehe, so sehr schön, sehr schön, dann können wir die ja jetzt mal in Betrieb nehmen, die Schmiede, und am besten stellen wir gleich mal dann die ganzen Tische daneben. So wie ich auch Fleet wieder kenne, wird er auch mal ein schönes Haus daneben bauen. Das Eisen kann man auch mitnehmen. Fuck. Warum machen wir gerade? So. Komm, machen wir nochmal einen schönen Frühlingssalat. Alter, gibt der viel. Alter Finne. Gestellt und aufgefüllt. Sehr schön. Also 2. Oh, ich könnte eigentlich nochmal die Watt erhöhen. Ja, reicht. Wird das reichen? Jawohl. Reicht sogar. Uiuiui. Dann wollte ich. Komm, ich fäll mal hier auf so einen Baum. Dann können wir auch die ganzen. Wir machen hier. Alle. Na? Alle Tische von Tinkers Construct. Und dann mache ich mir auch gleich mal eine schöne Spitzhacke. Ich dachte, das wäre schon der letzte Block gewesen. Okay. Da haben wir den letzten Block, sehr schön. Dich wollte ich haben. Ich wollte jetzt keinen Block hier platzieren. Du hast das Lust. Gut, gut. Dann, wir brauchen so oder so einen Crafting Table. Und wir brauchen Patterns, aber ich habe noch Sticks. So einmal. So. Und so. Komm, dann stellen wir die einmal hier hin. Das ist das Stencil Table. Farbbilder. Toolstation. Da mache ich schon mal ein paar von dem parat. So. Na. Wir brauchen auf jeden Fall Toolrod, Toolbinding und Pickaxe Set. Wie gesagt, das wollte ich zuerst machen. Ah, Moment. So und einmal so. Übergießt mir das schon mal mit Gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen auch noch eine
Fett am Chat. Mach das hier einmal gerade fertig. So. Die können wir dann einfach mal hier hinten machen, dann kommt das. Jawohl, dann haben wir hier so ein Inventar. Und ich muss mal schlafen gehen. Das sollte dann man mal machen, mal machen. Wieso singe ich eigentlich immer? Die Leute wissen doch langsam, dass ich nicht singen kann. Jetzt braucht man nicht. Stück. Da ist der Juicer. Dann machen wir das einmal so. Hier wird er das auf jeden Fall sehen. Hat der Jute ja mal was zu futtern. Also das ist auch eine sichere Futterversorgung, finde ich. Alles klar. Das muss hier noch aufgefüllt werden, wie wir schon abgesprochen hatten. So. Das wird einmal abgegossen. Wo war ich noch dran? Ja. Das habe ich noch gebraucht. Das muss abgegossen werden. Und das hier. Ach, ich glaube, die Steinteile können wir eigentlich schon direkt weg, ne? Ja, komm. Weißt du, keine 24 Stunden Wunder hier und schon verschmutzig. Ich bin stolz auf mich. Gut, jetzt wollen wir die Casts hier haben. Hol ich mir mal das Erz, woraus ich mir eine Spitzhacke machen möchte. Hä, das ist aber Yellowbite, das ist voll der krasse Freistoff für dein Phantomreaktor. Ja, das stimmt schon, aber man kann hier, wenn man jetzt auf Udo Yellow White, kann man auch in der Schmiede schmelzen und voila, man kann sich Werkzeug damit machen. Und genau das habe ich vor. Weil allein schon, man Yellow White hat ein Level von Obsidian und wir brauchen Obsidian, um Skystone zu entfernen. Und in Skystone da unten möchte ich mir größtenteils schon mal was sichern. Wenn wir Glück haben, haben wir ja schon so eine paar Stanzplatten. Ein Schwert kann man eigentlich auch schon machen. So. Ist das schon durch? Ne, das dauert noch einen Moment. Dann kann ich schon mal währenddessen die Zeit hier nutzen, um machen wir die schon mal etwas größer. Ja, wie gesagt, auch in den Folgen zuvor, wir werden noch schauen, dass wir noch ein bisschen einen Mod hinzufügen, und zwar Rotary Craft. Mit dem würde ich mich eigentlich ganz gerne mal auseinandersetzen. Hatte ich mich ja zuletzt mal bei Tech World auseinandergesetzt und langsam kriege ich wieder richtig Lust drauf. So, Yellow White Ore ist drin. Eins. Mach mal so. Das muss zwar öfter laufen. Ich hatte es gewarnt.
So, das ist fertig. Na, so. Sehr schön. Dann machen wir jetzt mal eine voll krass krank korrekte Spitzhacke, die Yellowrite. So, hat dann 600 Durability, Obsidian Level und Mana Speed von 3. Ist ein bisschen langsamer. Aber dann bewege ich mich jetzt mal hier runter und sichere mir schon mal den Skystone. Das zeige ich mir mal ganz schnell, dass das geht, weil ich habe gerade gesehen, die Folge schon wieder rum. Ja, ihr seht, man kann es abbauen. Ist zwar langsamer, aber es geht. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier auch schon die Folge, verarbeite dann schon mal die Erze und dann fangen wir in der nächsten Folge mal ein bisschen an. Sammelt schnell. So, auf jeden Fall hier schon mal ein Skystone. Boah, wie heiß es. Dann fangen wir schon mal in der nächsten Folge mit Technik an, meine Güte. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare und schaut auch beim lieben Streetdigger vorbei. Bis dahin würde ich sagen, hasta la vista, adieu, au revoir, etc. Und bis bald.